Hallo und willkommen zurück zum Meta-Montag. Wie jede Woche gebe ich einmal ein Deckprofile zu einem Meta-Deck. Falls ihr das selber spielen wollt, ein Link zum Deck ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, starten wir auch mit dem heutigen Deck. Ihr werdet schon den Titel gelesen haben, es ist Dinos. Die Variante, die wir uns heute angucken, ist die Go-Second OTK-Variante. Das heißt, die geht Go-Second no matter what und will den Gegner zerstören. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Deck. Ihr spielt, wie immer, 3 Oviraptor. Oviraptor ist eine unglaublich gute Karte. Es ist ein Ein-Karten-Starter, der auf Beschwörung was suchen kann. Oder, ganz wichtig, auf den Friedhof schicken kann. Der hat einen zweiten Effekt. Der kann ein Dino-Monster auf dem Feld zerstören. Und dann kann der ein Dino-Monster vom Friedhof spezial beschwören. Das ist ein unglaublich guter Effekt. Diese Karte ist essentiell wichtig, muss immer auf 3 gespielt werden. Die nächste Karte ist mittlerweile ein Meme geworden, aber sie ist natürlich unglaublich stark und das natürlich Verschilosaurier. Miscellaneousaurus ist auch auf 3 spielbar und die Karte ist insane. Die hat den Effekt, ihr könnt ihr als Quick-Effekt abwerfen, dann sind während der Main-Phase alle Dino-Monster, die ihr kontrolliert, unberührt von aktivierten Karteneffekten, was ziemlich stark ist. Der zweite Effekt ist aber der, wo es insane wird. Ihr könnt die Karte verbannen vom Friedhof und eine Anzahl Dino-Monsters und könnt dann ein Dino-Monster aus dem Deck beschwören, was dasselbe Level hat. Und es gibt ein Level 1-Monster, es gibt ein Level 2-Monster, es gibt ein Level 4-Monster. Ihr könnt so viel Schundluder damit treiben, das ist unglaublich cool und unglaublich dumm. Auf jeden Fall, Verschilosaurier auf 3 auf jeden Fall spielen. Dann kommen wir zu den kleinen Engine Pieces. Das sind einmal 2 Baby-Serosaurier und ein Petit-Pteranodon. Unsere kleinen, liebevoll genannten Babys. Die haben die Fähigkeit, dass wenn die durch einen Karteneffekt zerstört und auf den Friedhof gelegt werden, sie ein Monster spezial beschwören können. Petit special dabei Level 4 oder höher und das kann dann nicht mehr angreifen. Und Baby special Level 4 oder niedriger, ohne Einschränkung. Die sind nicht once per turn, by the way. Die könnt ihr also so oft triggern, wie ihr Möglichkeiten dazu habt. Und ihr habt verschiedene Wege. Ihr habt Oviraptor, ihr habt den Akosaurier, da kommen wir gleich noch zu. Und. Also unglaublich stark die Karte. 3 davon spielen. Ihr wollt nicht mehr davon spielen, weil die breaken schon, wenn ihr sie zieht. Und das sind quasi Combo-Pieces, die ihr braucht. Und ihr wollt immer die Utility haben mit dem Petit, einen Pankotops aus dem Next Special. Deshalb spielt ihr immer noch den Petit und die 2 Babys, weil es einfach eine sehr, sehr gute Ratio ist. Dann kommen wir zu einer Ratio, die ein bisschen random aussieht, aber gar nicht random ist. Und das ist einmal 2x Ultimativ Leiter Tyranno und einmal Dinoressa Pankotops. Die Karten sind unglaublich gut. Ihr braucht auf jeden Fall 2 UTC in eurem Deck, damit ihr auf jeden Fall über die Pille einen Spezialbeschwören könnt, falls ihr nicht einen Hardshot oder ihr die Möglichkeit habt, mit Oviraptor einen zu suchen, kann das manchmal schon reichen, um für Game zu pushen, ist aber auf jeden Fall wichtig, den zu haben. Und den Pankotops, den wollt ihr haben, um halt Interruption zu haben, wenn ihr Second geht, weil ihr geht ja immer Second mit dem Deck. Und natürlich über den Petit, den zu specialen, in der Endphase über Mists Effekt, ist halt ziemlich stark, deshalb auf jeden Fall eine Karte, die ihr considern solltet zu spielen. Und UTC ist einfach ein unglaubliches Bossmonster, der flippt einfach alle Monster vom Gegner face down und kann dabei so noch ein Monster zerstören, was ein Baby sein kann, was über Oviraptor misssuchen kann, was dann nochmal alle euer ganzes Board protecten kann, was halt insane ist. Kommen wir zu den nächsten beiden Karten, das ist einmal der Animadorn Arcosaur oder der Arcosaurier und ein Giant Rex. Ich habe viele gesehen, die spielen einen Arcosaurier auf 2, das kann man auch machen. Ich bin der Meinung, dass der Arcosaurier aber ein perfektes One-Off ist. Denn es ist ein Engine-Piece, ihr wollt es eigentlich nicht ziehen. Und deshalb spielt ihr auch nur einen davon. Ist natürlich doof, wenn ihr den zieht, dann könnt ihr mit Mist nicht auf dem Deck specialen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Dann haben wir natürlich noch Giant Rex. Das ist halt ein super Extender, weil wenn er gebanished wird, kommt er aus Feld zurück. Und er kann nicht direkt angreifen. Mehr macht er eigentlich nicht. Kommen wir zu der einzigen Handtrap, die ihr im Deck spielt. Und das ist Psyframe Gear Gamma. Diese Karte ist dafür da, um euren Pachytosaurier zu beschützen, wenn ihr ihn vom Grave banished, um ein Monster zu specialen. Das ist der einzige Grund, warum ihr Gamma spielt. Und ihr braucht natürlich für Gamma Driver. Denke ich klar. 3 Gamma, 1 Driver, die sind auf jeden Fall safe. Und das ist die einzige Handtrap, die ihr spielt. Denn jetzt kommen wir zu den Zauberkarten. Und jetzt wird es nämlich richtig witzig. Denn das sind viele 3-Offs. Wir spielen 3x Fossil Dig, also fossile Grabung. Die sucht ein Level 6 Dinosaurier oder niedriger. Nicht once per turn, by the way. Eine der besten Sucherkarten, die ihr euch wünschen könnt. Dann spielt ihr 3x Lost World. Lost World ist eine unglaublich gute Karte. Die beschwört einen Token, wenn ihr ein Dino-Monster beschwört. Und solange ein Token auf dem Feld ist, kann euer Gegner nur noch Monster als tiefe Karteneffekte wählen,
die ein Token sind. Das ist halt unglaublich dumm. Der andere Effekt ist noch viel cooler, denn wenn ein normales Monster auf dem Feld zerstört werden würde, könnte das mit Lost World protecten und könnte dann ein Monster auf dem Deck zerstören, was ein Dino-Monster ist. Und das triggert die Babys. Und das könnt ihr, wenn ihr angreift, sogar einen Damage-Step machen. Das ist halt so dumm, aber so gut. Und weil natürlich Lost World so gut ist, spielen wir noch das eine Terraforming dafür. Und zweimal die Double Evolution Pill. Der Grund, warum wir die zweimal spielen, ist, der Akkosaurier muss die Karte suchen, wenn er was zerstört. Und wir wollen den Effekt auf jeden Fall resolven. Ob wir den jetzt normal oder special vermissen, ist eigentlich vollkommen egal. Aber wir wollen auf jeden Fall resolven können. Deswegen spielen wir zwei davon, damit wir auf jeden Fall den immer resolven können. Die Pille ist halt einfach eine gute Karte. Die Special Duty ist hier aus dem Deck basically for free. Also macht es keinen Sinn, die Karte nicht zu spielen. Dann kommen wir zur nächsten Konstanzkarte, die dieses Deck halt insane gut macht. Das ist einmal der Topf des Wohlstands. Ja, ihr habt wieder einen Kartenschalter im Deck. Und eine Karte, die euch sechs Karten sehen lässt, ist sehr wahrscheinlich, dass ihr euch eine dieser Schalterkarten gibt. Oder vielleicht ein Gamma, irgendeine Handtrap, die euren verschiedene Saurier protecten kann. Oder verschiedene Saurier selber. Oder eine Pille oder ein Akkosaurier. Es gibt so viele gute Karten im Deck, die ihr damit holen könnt. Das ist halt so insane. Diese Karte ist richtig gut. Kommen wir zu den Boardbrecher-Karten. Und das ist natürlich ganz klassisch. Lightning Storm, drei Stück. Die zerstört Spelltraps oder Monster in Angriffsposition. Das ist schon ziemlich gut. Muss man fairerweise sagen. Also eine ziemlich gute Karte. Und die nächste Karte ist aktuell mandatory. Und das ist einmal der verbotene Tropfen. Auch auf 3. Weil gute Karte. Der verbotene Tropfen ist einfach dafür da, um verschiedene Karten zu orten, die Dinos selber nicht orten kann, bevor es in die Plays geht. Kommen wir zum letzten 3 auf dem Deck. Das ist Darkruler No More. Diese Karte ist insane. Und der Grund dahinter ist, die negiert einfach alles auf dem Feld. Und er kann nicht darauf reagieren. Was will man mehr? Ihr macht zwar keinen Schaden mehr, aber ganz ehrlich, ihr rennt mit UTC über alles drüber und könnt das Ressourcen-Game ganz normal benutzen, weil ihr habt einen UTC, der alles bucken kann, was kommt. Also was soll denn da passieren? Und die letzte Karte im Main Deck ist einmal Called by the Grave. Sehen wir es als vierten Gamma an. Der schützt irgendwelche Saurier vor irgendeiner Handtrap, sei es halt Ash Blossom, sei es Skymeister, irgendwas in der Richtung. Dafür schützt ihr euch. Vor Landsea könnt ihr euch protecten, was ziemlich cool ist. Also auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich gute Karte. Das war's mit dem Main Deck. Jetzt kommt das Extra Deck. Eigentlich gar nicht so wichtig, aber das ist auf jeden Fall ziemlich cool, das Extra Deck. Wir fangen an mit den Karten, die mandatory sind. Das ist einmal Linkuribo, der Secure Gardener und Lambda. Die Karten sind mandatory, weil ihr euch erlauben, einmal auf das Play zu gehen mit der Pille, weil ihr braucht dafür ein Nicht-Dino-Monster, ist halt ganz wichtig. Und dafür ist ja Linkuribo und der Secure Gardener da, weil ihr könnt Linkuribo mit dem Akkosaurier beschwören, dann Secure Gardener beschwören, dann geht Linkuribo in den Friedhof und dann habt ihr halt ein Target für die Pille. Und Lambda ist halt dafür da, falls ihr schon 2x2 im Feld habt, ihr die machen könnt, damit der Gamma in eurer Hand wieder live ist. Was halt ziemlich gut ist. Dann haben wir noch ein bisschen Utility, nämlich mit dem Altomritter Phoenix. Der ist halt ziemlich gut, um mal Spelltraps zu removen, also eine ziemlich gute Karte. Dann haben wir den Psy-Hüllenlord Omega. Den holt ihr mit Gamma. Und der einzige Grund, warum ihr jemals machen solltet, ist, damit ihr den weghauen könnt, um den in der Handkarte zu klauen, falls ihr noch einen Gamma in der Hand habt, damit ihr den auch wieder live aktivieren könnt, damit der Driver wieder im Friedhof ist. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ihr ihn spielt. Aber auf jeden Fall wert, ihn zu spielen. Und die letzte Karte ist Pentastack. Pentastack ist halt unglaublich gut für den OTK. Die macht halt zu deinem UTC ein Piercing Beast Monster, was halt die generischen Karten zerfetzen kann. Kommen wir zu den letzten drei Link-Monstern. Das ist einmal der Cerberus. Gute Karte, die zerstört halt ein bisschen was. Unicorn, den haben wir dafür da, um hochzulinken zu der nächsten Karte. Und das ist einmal Access Code Talker. Die Karten kommen halt nicht so oft vor, aber wenn sie vorkommen, gewinnen sie euch halt Spiele, die ihr normalerweise verlieren würdet. Und deshalb sind sie hier drin. Das sind Utility-Karten, die ihr theoretisch nicht braucht, aber gut sind zu haben. Kommen wir zu den Exis-Monstern. Da haben wir einmal den Tornado-Drachen. Tornado-Drache, gute Karte. Das schürt Spelltraps. Manchmal kann es reichen, die eine Spelltrap zu outen, die uns daran hindert, dass wir weiterspielen können. Und deshalb ist die Karte wirklich auch gut hier drin. Oder halt fürs Follower-Play, falls ihr wirklich ein Trap-Heavy-Deck spielt, können wir damit der Endphase was crushen, was halt ziemlich gut ist. Und dann haben wir einmal Baguska. Baguska auch eine unglaublich insane Karte. Für alle, die Baguska schon mal gesehen haben, wenn der in Depth liegt, da macht die nicht ganz so viel bei den meisten Decks. Ist also der gute Plan B immer noch auf jeden Fall da. Dann haben wir noch Abyss Dweller. Brauche ich nichts zu sagen, Abyss Dweller ist eine unglaublich gute Karte. Stoppt sehr, sehr viele Decks, auch im aktuellen Meta immer noch. Und ist einfach eine gute Utility-Karte zu haben, deshalb spielt man sie auch auf einmal, weil sie einfach gut ist. Die nächsten Karten sind Ivosa Dolka, Lagia und Dugaris. Verschiedene Nutzungsgebiete. Dolka negiert Monster-Effekte, nicht once per turn mit zwei Materialien, ziemlich stark.
Lagia kann Spelltraps annullieren und Beschwörung annullieren. Das heißt, er kann eine Normal Summon annullieren, was halt ziemlich gut ist. Und Dugarris ist dafür da, um den Tyranno zu pushen, auf doppelte ATK, also auf 7000, oder zwei Karten zu ziehen, was manchmal auch ganz hilfreich sein kann. Wenn ihr nicht die Prosperity aktiviert habt, dann müsst ihr aufpassen, dass das nicht passiert. So, bevor wir jetzt mit dem Deckenfall aufhören, das Deckenfall ist vorbei. Aber normalerweise mache ich jetzt hier ein Endboard. Das Deck geht halt second, es hat halt kein Endboard. Deswegen gucken wir uns noch einmal ganz kurz die Keykarten des Decks an, um zu gucken, was müsst ihr stoppen, um das Deck gegebenenfalls aufzuhalten, oder worauf müsst ihr achten, wenn ihr das Deck selber spielt, dass ihr nicht verreckt, wenn das nicht durchgeht. Der Keyplayer im Deck ist natürlich der Verschiedosaurier. Der Verschiedosaurier ist eine unglaublich gute Karte, aber das ist so der einzig mögliche Chokepoint des Decks, neben den Babys, denn die sind auch Chokepoints, weil die sich im Friedhof aktivieren. Und Mist schützt nur die Monster, die ihr kontrolliert, und nicht die Karten im Friedhof. Deshalb sind die auf jeden Fall da wichtig, dass die quasi resolven. Deswegen sind so Karten wie Gamma und Corporate Graph auch so wichtig, dass ihr darauf nicht gehandtrapped werdet. Nächste super wichtige Karte ist halt Dovi Raptor. Wie gesagt, ein Kartenstarter, unglaublich gut. Und natürlich der Tyranno, den braucht ihr zum OTK'en. Wenn ihr den nicht habt, ist ein bisschen schwierig zu OTK'en und ihr kommt nicht so gut über große Monster drüber. Deswegen ist das halt ein Keyplayer in einem Deck. Und natürlich haben wir noch den Arcosaurier. Der Arcosaurier ist halt der Enabler der Combo, weil ohne den ist die Combo halt schwieriger zu machen. Denn diese Karte hat das Deck wieder ins Meta gehoben und auch zu Recht. Eine unglaublich gute Karte. Ja, dann war es schon für das Deckprofil von Dinos. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal dem Video ein Like da und natürlich ein Abo für den Channel, damit ihr in Zukunft mehr von meinem Video sehen könnt. Und natürlich, wer hat spielt das Deck, es ist cool. Und ihr könnt mal in den Kommentaren da lassen, was ihr beim Meta Montag noch so sehen wollt. Denn ich habe jetzt die ersten beiden Decks schon durch, ne? Ein paar werden noch kommen und ich werde das vielleicht jede Woche machen. Das heißt, wir haben 4 Decks pro Monat, was wir hier zeigen können. Lasst mich wissen, was ihr sehen wollt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.